Hallo, ich bin die Simone von Gamergirls. Du bist der? Sandro von der Gamezone. Richtig, daher kennen wir das also, das Gesicht. Deine Highlights auf der Messe? Gibt keine. Gibt keine? Nein, das ist sehr desillusioniert, oder? Bioshock, aber wurde eine Woche vor der Gamescom angekündigt. Also sehe ich jetzt nicht wirklich als Gamescom-Highlight. Dann bist du jetzt der richtige Kandidat für die Frage, die ich immer wieder stelle und ungern eine Antwort bekomme. Was ist die größte Enttäuschung? Dass es keine neue PSP gibt. Kinect. Okay. Und Move finde ich cool, auch wenn viele sagen, dass es ein Wii-Abklatsch ist. Und ansonsten alles, was im Browser stattfindet. Ja, was du auch in Poisen will schon. Nee, was ist das? In Halle 9, die lauteste Halle. Es gibt eine eigene Halle für Online, die habe ich nicht einmal betreten. Ja, da sind wir drin. Da geh auch nicht rein, wenn deine Ohren dir lieb sind. Aber da ist Poisen will, dann tanzen halbnackte Ladies auf Motorrädern. Oh, ich muss weg. Ja, aber die sind mittlerweile schon so genervt, da lohnt sich nur noch das Gucken, nicht mehr das Ansprechen. Das ist, ich will die gar nicht ansprechen, ich will da nur gucken. Gina Lisa ist da auch unterwegs. Wer? Gina Lisa. Wer? Ja. Ich guck sowas nicht, ich kenne mich da nicht aus, tut mir leid. Ja, ich dachte nur, weil wir gerade von Frauen mit Großen und so sprechen. Ja. Dann müsstest du dir mit viel Charakter und so. Ja, genau. Mit ganz, ganz, ganz viel, viel Charakter, der viel Geld gekostet hat. Ansonsten, Kinect hast du gerade gesagt, hat dir nicht gefallen. Was ist da das Problem? Wenn ich Fenster wischen will, kann ich das zu Hause machen. Das muss ich nicht vor dem. So iToy-mäßig. Ja, genau. Mhm. Da bin ich wohl zu alt. Und hast du den 3DS gesehen? Ja. Und? Cooler Effekt. Springt nicht so ins Auge. Also ist nicht dieser nervige 3D-Effekt, dass einem immer alles entgegenkommt. Und so ein schöner Tiefenschärfe-Effekt hat mir sehr gut gefallen. Aber ist auch noch ein Prototyp. Also mal sehen, sich da noch was ändert. Der Bildschirm, der obere, könnte noch entspiegelt werden, weil so, wenn da das Licht ein bisschen schief reinkommt, dann ist der 3D-Effekt weg. Ja, da kommt nochmal eine neue Version dann später raus, die man sich dann auch kauft. Machen wir die noch ein bisschen größer für 100 Euro mehr oder so. Der Nintendo DS iPad oder so. Ja. Okay, dann danke für das Interview. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Wie lange bist du noch hier? Bis morgen, bis Sonntag. Bis morgen noch. Ah, okay, ja, da zischen ja dann die meisten ab. Gut, dann Dankeschön und noch ein Aufkleber von uns. Der Vollständigkeit halber. Magst du noch mal in die Kamera sagen, I love Gamer Girls? I love Gamer Girls. Dankeschön.